Live. Domian, das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian, im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind wieder da und ich freue mich, dass ihr da seid. Wir haben eine Freithemennacht heute und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, meldet euch bei mir unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Natürlich würde ich mit euch auch sehr gerne über die Wahl mich unterhalten. Wie habt ihr den Wahlabend am Sonntag verlebt? Habt ihr Fernsehen geguckt? Wie habt ihr die ganzen Politikerreaktionen wahrgenommen? Und wie findet ihr die jetzige Situation, die wir jetzt haben, nach der Wahl? Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ran ans Telefon 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute ist der Jan und Jan ist 24. Hallo Jan. Hallo Jan. Hallo. Jo. Ich habe meinen Kopfhörer irgendwie nicht in Ohr. Ja, so. Grüße dich, Jan. Bundestagswahl. Das ist dein Thema. Ja. Ja. Wie fandest du es? Erschreckend. Erschreckend, warum? Weil die Wahl haben die Wähler getroffen. Mhm. Das kann man so einfach sagen. Mhm. Prinzipiell. Ja. Nur ich kann nicht verstehen, warum Herr Schröder sich hinterher hinstellt und sagt, er hätte gewonnen. Nach den aktuellen Ergebnissen. Er hätte gewonnen. Da war gerade ein Störer in der Leitung. Du meinst, wie kann sich Herr Schröder hinstellen und sagen, ich habe gewonnen? Ja, das verstehe ich nicht. Es war vor allen Dingen die Kandidatenrunde hinterher. Ja. Das kann ich nicht verstehen, warum man dann anschließend sagen kann, man hätte gewonnen, wenn man die schwächste Fraktion ist. Und wenn man eigentlich verloren hat. Eben. Ja. Ja, also Jan, ich muss ja sagen, ich glaube, wir alle waren fassungslos über das Auftreten des Kanzlers in der Elefantenrunde. Ich habe da vor dem Fernseher gesagt, aber ich glaube das nicht. Was ist da los? Wie führt er sich da auf? Erstmal beschimpft er Nicolas Brendner, der Chefredakteur vom ZDF. Er beschimpft die Medien, dass die Medien irgendwie was Böses angestellt haben. Und wie du schon sagst, er nahm überhaupt nicht zur Kenntnis, dass die rot-grüne Koalition abgewählt wurde. Ja, meiner Meinung nach ist es eine Art von Realitätsverlust. Vielleicht, vielleicht. Ganz ehrlich. Ja, mag ja sein. Vielleicht kann er auch den einfach die Niederlage nicht verkraften, die er trotz des Erfolges erlitten hat. Kann ja sein. Ja, das spricht dann ja dafür. Das ist ja, wenn man verloren hat und sich hinterher trotzdem als Gewinner darstellt und Siegerposen macht und das aussehen lässt, als hätte man irgendwas getan, was groß grandios wäre und hinterher erzählt, die Meinungsforscher im Vorhinein hätten es doch eh nicht verstanden. Genau. Dann hat man doch meiner Meinung nach nicht verstanden, was in der Situation, in der Wirklichkeit, in der man gerade lebt, wirklich stattfindet. Dieses sagt man ja vielen Leuten nach, die ganz oben sind, dass die irgendwie die Realität nicht mehr so im Visier haben. Wenn ich dich fragen darf, was hast du gewählt? Ich habe CDU gewählt. Du hast CDU gewählt. Wie hast du das denn dann aufgenommen, dass die CDU nur eben auch nicht dolle dasteht und weit hinter dem zurückgeblieben ist, was man eigentlich erwartet hatte? Also im Grunde genommen war es erwartungswert. Ja. Man hat bei jeder letzten Stoiberwahl 2002, da hat man auch gesehen, die CDU war weit vorne, hinterher war sie es nicht. Hm. Das ist im Grunde genommen nichts Neues. Aber das haben wir, das hat keiner erwartet, dass es so schlecht ist. Ja, ob keiner erwartet hat, ich meine, Das sagt die Merkel ja selbst. Das sagen die CDU-Leute auch. Ja, aber darf man zum Beispiel den Herrn Raab mal zitieren als Kollegen von ihm? Ja, bitte zitiere. Ja, nein.
ein bisschen spaßhaft, ja. Ja. Er lag, was die prozentualen Verhältnisse angeht, ja, doch schon in der Nähe. Und das zeigt ja auch, dass viele ältere Wähler weggeblieben, ja, sind, während, ja, viele junge Wähler doch vielleicht gegangen sind. Das habe ich leider nicht gesehen. Es gab so eine Wahlsondersendung von Stefan Raab am Samstag vor der Wahl, ne? Darauf beziehst du dich, ne? Ja, ja, genau. Als CDU-Wähler, du bist 24 Jahre alt, wie wünschst du es dir denn jetzt? Würdest du diese Jamaika-Koalition gerne sehen? Also grün, schwarz und gelb? Oder lieber eine große Koalition? Ja, das fände ich schon ganz vernünftig. Was jetzt? Wobei ich Jamaika-Koalition immer ein bisschen schon fast abwertend finde, weil das bringt auch immer direkt die Reaktion Jamaika und was verbinden die Leute damit, Rasterlocken. Okay, nennen wir es anders. Also du wärst lieber, dir wäre eine große Koalition schon ganz recht. Eine große Koalition, nein, auf gar keinen Fall. Ach, nee, ich habe dich gerade gefragt, was du bevorzugen würdest. Nee, auf gar keinen Fall eine große Koalition. Ja, wie soll es denn dann weitergehen? Ich denke, eine große Koalition würde nur eins bringen, und zwar denselben Meinungsverschiedenheiten, die es vorher auch schon gab. Weil die Themen, die Vorlagen, waren alle, ja, Themen des Bundestagswahls. Okay, was wünschst du dir denn jetzt aus diesem Ergebnis? Was soll jetzt geschehen? Ja, immer noch die sogenannte Jamaika-Koalition, also, weil ich wirklich denke, dass wirtschaftliche Themen, ja, wobei sie mir bei der CDU teilweise nicht sensationell beziehungsweise durchgreifend genug sind, kombiniert mit der grünen Wahl, also das heißt, dass die Grüne ja auch nicht unbedingt schlecht waren. Ja. Sie haben das Ergebnis, ja, platziert, was sie, ja, an sich haben wollen. Also ich merke schon, ein junger Mann, der durchaus dafür offen ist, für solche neuen Konstellationen, die bisher noch undenkbar waren in der Politik. Ja, eben, ja, genau. So, Jan, ich danke. Und genau daran liegt der Vorteil, ja, finde ich. Weil Sachen, die vorher unmöglich waren, ja, sind durch diese Wahl möglich geworden, und denen sollte man neue Chancen geben. Weil so, jetzt bin ich Sachen, gespannt, die vorher noch nicht ausprobiert wurden, die sollte man, ja, ausprobieren, oder? Ja, durchaus. Soll man drüber nachdenken. In viele andere Chancen offen. Genau. Ich bin jetzt gespannt, was unsere Zuschauer und Zuhörer noch meinen. Du hast eine Meinung geäußert, fand ich gut und interessant. Danke dir für deinen Anruf. Darf ich noch was sagen? Und wollen wir hören, was die anderen noch meinen. Ja, was meinst du? Ich würde mich gerne noch über andere Themen mit dir unterhalten. Da bin ich leider nur noch nicht durchgekommen. Können wir jetzt leider nicht machen, Jan. Aber wir rufen dich mal zurück, und dann kann meine Redaktion mit dir das nochmal ausklamüsern, und wir unterhalten uns an einem anderen Tag. Einverstanden? Ich hoffe das. Ja, okay. Alles Gute, Jan. Ich wollte nur sagen, super Sendung, mach weiter so. Dankeschön, Jan. Tschüss. Ja, bitte, tschüss. So, ihr Lieben, es gibt mal wieder Post. Wir haben eine kleine Postecke vorbereitet. Und die möchte ich euch jetzt vortragen. Petra, 39 Jahre alt, aus Salzgitter, hat mir geschrieben. Hallo Jürgen Domian. Ich habe deinen Talk mit Gabi Köster gesehen. Was für eine nette Frau. Und was für eine nette Sendung, wo ein Gast nicht schon nach 5 Minuten abserviert wird, sondern Zeit hat, wirklich was von sich zu erzählen. Ich hatte übrigens den Eindruck, dass ihr beiden euch prächtig verstanden habt. Das ist allerdings wahr, liebe Petra aus Salzgitter. Dann kam eine anonyme Mail. Solche Sachen kommen immer eher anonym. Hier schreibt jemand: Hi, ich finde, du hast nicht das Recht, Frauen aus anderen Kulturkreisen etwas zu sagen. Ich finde es absolut korrekt, wenn eine Frau einem Mann versprochen wird. Ich halte gar nichts von eurer sogenannten Gleichberechtigung. Eine Frau ist für den Mann da, und sie hat sich unterzuordnen. Dafür wird sie ja auch von dem Mann ernährt. Das ist seit 1000 Jahren so und soll auch so bleiben. Lieber anonymer Schreiber, aber nicht hier in unserem Land, nicht in Deutschland. Das soll nicht so bleiben und soll auch nicht zurückkehren. Gerda, 69 Jahre, aus Straubing, schreibt: Lieber Domian, dein Thema Sex im Alter vorige Woche hat mich sehr interessiert. Auch mir geht es wie einigen deiner Anruferinnen. Erst mit Mitte 60 hatte ich meinen ersten schönen Sex und meinen ersten Orgasmus. Ich habe 5 Kinder zur Welt gebracht und war 38 Jahre lang
verheiratet. Und diese lange Zeit über wusste ich nicht, was Sexualität und Freude daran wirklich bedeutet. Ich finde gut, dass man bei dir in deiner Sendung so offen darüber sprechen kann. Viele Grüße an deine Zuhörer. Grüße, Gerda. So, und dann auch noch was zur Wahl. Michael, 17 Jahre, aus Siegburg, schreibt: Hi Domian, erstmal finde ich gut, dass du jetzt nach der Sommerpause wieder regelmäßig im Fernsehen bist. Und jetzt zu meiner Anmerkung. Ich durfte ja leider noch nicht wählen, aber ich bin politisch sehr interessiert. Was am Sonntag abgegangen ist, finde ich voll daneben. Jetzt ist doch alles viel komplizierter als vorher. Warum hat der Schröder bloß Neuwahlen vorgeschlagen? Hat doch gar nichts gebracht. Und seinen Auftritt am Sonntagabend im Fernsehen fand ich voll krass. War der auf Dope oder hat er gekokst? Ja, die Frage stellen wir uns alle natürlich auch, was da los war und was er voll gemacht hat. So, es geht weiter mit Georg. Und Georg ist 29 Jahre alt. Hallo Georg. Ja, hallo Domian. Hallo, grüße dich. Ja, ich rufe aus München an. Ja, dein Thema? Mein Thema ist folgendes. Ich habe eine spezielle Neigung. Also ich stehe total auf Musterungen. Also ich bin sozusagen der Stabsarzt und stehe so, halt auf Musterung bei der Vorauswahl zur Bundeswehr. Ja, genau. Ja. Ich muss dazu sagen, ich habe selber nicht gedient bei der Bundeswehr. Mhm. Also ich war bei der Musterung mit 19 Jahren. Ich wusste damals schon, dass ich diese Neigung hatte und dass ich, also 2-3 Jahre vorher hatte ich eigentlich schon so eine Mischung aus Angst und Geilheit darauf. Und das war auch mit ein Grund dafür, dass ich selber dann auch ausgemustert wurde, aber nicht der einzige Grund. Warum bist du ausgemustert worden? Es kam mehreres zusammen. Ich hatte auch, ich war kurzsichtig und ich hatte auch Übergewicht damals, ein bisschen Herzrhythmusstörungen und so weiter, keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall, es kam mit alles zusammen. Ja. Was kam denn da noch dazu, weswegen du ausgemustert wurdest? Ja, das war's so im Wesentlichen. Das war's, ja. Und ich habe aber irgendwie, ja, bedauere es mittlerweile, dass ich fast nicht dabei war, weil ich es eben so geil finde, die Vorstellung. Ja, und ich habe auch schon echte Soldaten praktisch nachgemustert, wenn man so will. Ach so, also ja, halt mal fest. Allein im Internet. Es kam gar nicht zu der Musterung. Du bist von vorne weg schon ausgemustert worden. Ich war bei der Musterung, klar, doch, aber ich musste nicht zum Bund, so muss ich sagen. Ach so, also bei der Musterung warst du schon. Ja. Ja. Aber ich bedauere es halt, dass ich, oder ich, ja, ich denke mir, ich bedauere es eigentlich, dass ich nicht dabei war beim Bund. Bei der Bundeswehr, so. Ja, weil ich eben auch echte Soldaten kennengelernt habe im Internet zum Beispiel, da gibt es ein extra Forum. Ja, und dann spielst du mit denen Musterung? Ja, und die echten Soldaten sind auch schon geiler, muss ich natürlich sagen, als die möchte gerne. Finde ich sehr skurril. Erklär mir das mal ein bisschen näher. Du spielst also rollenspielmäßig Musterung mit Männern. Ja. Dann bist du der Stabsarzt quasi. Ja, genau. Mhm. Und dann kommen die Jungs. Ist das immer einer? Das fängt so an. Es ist, also es war bis jetzt eigentlich immer einer, nur einmal waren es zwei. Ja. Es wird manchmal mit zwei vereinbart, aber dann kommt irgendjemand nicht. Also es ist leider, ja. Ich habe ja da keine Macht, das durchzusetzen. Ich habe ja keine Feldjäger sozusagen. Das macht, halt so. Erklär mir, wie geht das denn ab? Du empfängst die im weißen Kittel? Ich empfänge die meistens bei mir oder ich mache auch Hausbesuche sozusagen. Ja. Ich habe auch medizinisches Gerät, habe auch einen Kittel und habe auch so, ja, fiesere Geräte für die Intimuntersuchungen auch. Mhm. Das klingt halt folgendermaßen los, also es geht mit einem Verhör los. Ja. Er ist in weißer Feinripp-Unterwäsche, das schreibe ich immer vor. Ja. Und muss ich ihn erstmal befragen. Was hast du an? Ich habe einen weißen Arztkittel an. Ein Arztkittel. Mhm. Ansonsten bin ich eigentlich eher zivil gekleidet. Manchmal habe ich zwar Stiefel an. So, dann sitzen die Jungs in Feinripp-Unterhosen da und du befragst die erstmal. Ich sitze eigentlich normalerweise am Schreibtisch oder am Schreibtisch und der muss antreten und muss erst Fragen beantworten. Ja. Und dann nehme ich bei dem Maß mit dem Maßband und vermesse ihn. Was sind das zum Beispiel so für Fragen? Nach seinem Lebenslauf, ach so, nach Krankheiten, also ganz zivile Fragen eigentlich noch. Was man so fragt. Mhm. Ja, und dann, aber schon in einer strengen Atmosphäre. Verstehe. Und dann nehme ich ein Maßband und vermesse seinen Körper, also viele Einzelheiten, also Brustumfang, Einatmen, Ausatmen, Taille, Gesäß, Bizeps, Oberschenkel, Spannweite, Kragenweite, Schuhgröße und schreibe alles auf. Das andere auch? Penislänge auch. Auch. Also, und auch Hodenumfang zum Beispiel. Aha, also da muss die Feinrippenunterhose schon mal runtergezogen werden? Am Schluss diese Untersuchung schon. Ja. Und daraus Aber ich unterbreche mal eben.
Das macht man ja bei der normalen Musterung nicht, ne? Dass man die Penislänge... Heute nicht mehr. Nein, das wird heute elektronisch gemacht seit ein paar Jahren. Wie, die Penislänge wird... Und nein, die Penislänge wird gar nicht untersucht, aber die ganze andere Vermessung wird heute auch elektronisch ist schon klar, gemacht. Ja. So, okay, jetzt ist also alles vermessen. Das ist bei mir strenger wie in der Realität, aber viele Soldaten vermissen das auch sehr in der Realität, dass es nicht so streng zugeht, glaube ich. Ja. Das habe ich aus vielen Gesprächen schon gehört. So, jetzt ist der Mann vermessen. Was dann? Ich schreibe das alles auf. Mhm. Dann macht er Belastungstests, macht Kniebeugen und Liegestützen. Mhm. Ich hänge ihm dabei ein Blutdruckmessgerät um den Arm, um das auch zu kontrollieren. Und du gibst immer strenge Anweisungen. Ja. Und wenn er zum Beispiel sehr athletisch aussieht, ich kann es ja einschätzen, wie ich den belasten kann ungefähr, dann trete ich zum Beispiel auch gegen seinen Rücken bei den Liegestützen, um seine Kraft eben abzuschätzen. Mhm. Bei den Kniebeugen ist es zum Beispiel so, dass ich mit der flachen Hand immer drunter bin, dass er immer mit seinem Gesäß so weit runtergehen muss. Das knallt dann ganz schön dagegen auch. Ist auch sehr streng eigentlich. Ich unterbreche mal eben. Für diejenigen, die gerade zugeschaltet haben oder reingezappt sind. Ja. Ich erkläre es mal eben, Georg. Ich spreche mit Georg, 29 Jahre, aus München. Der steht drauf, im Rollenspiel Musterungen nachzuspielen. Er ist der Arzt, der Stabsarzt, und dann kommen Jungs und dann macht er die gewissen Sachen damit, die er gerade beschreibt. Ja, und dann? Ja, dann es wird halt alles von mir überwacht und auch aufgeschrieben dann, und daraus ergeht dann so ein Tauglichkeitsgrad sozusagen. Ja. Und dann wird er natürlich noch im Team untersucht, das habe ich vergessen zu erwähnen. Ja. Also ich habe dann auch, ich habe Arzthandschuhe eben. Ja. Da muss ich nach vorn beugen und ich gehe dann hinten auch mit der Hand oft so überraschend dann an die. Okay, wir ersparen uns mal. Die Einzelheiten lassen wir mal, wir können uns das schon vorstellen. Ja, okay. Ja. Und wann ist die ganze Sache? Da wird es auch bestraft, wenn er eine Erektion hat. Das ist, weil es soll ja seriös zugehen. Also ich möchte. Das sieht man bei der Bundeswehr. Spaß machen, wenn dann mir Spaß. So, und das sieht man bei der Bundeswehr auch nicht gerne. Genau, ja. Ja. Da wird er auch dafür dann bestraft. Ja. So, wann ist das Ganze vorbei? Dann wird er wie gesagt in Uniform gesteckt. Mhm. Also ich habe verschiedene Größen, die eigentlich so ziemlich jedem, der so mir gefällt, sage ich jetzt mal, passen. Mhm. Die meisten sind ungedient. Also ich habe bis jetzt ungefähr 28 gehabt. Mhm. Von denen waren ungefähr, kann man sagen, 20 ungedient. Die meisten waren Zivis. Von denen bringe ich dann auch so Grundstellungen bei, wie sie korrekt stramm stehen und so weiter. Ja. Wie lange dauert denn die ganze Prozedur? Da kommt auch auf den Typ drauf an, je nachdem, wie ich umschlossen. Also mindestens 1,5 bis 2 Stunden. Einmal hat sogar die ganze Nacht gedauert. Ich gehe mal davon aus, dass dich diese ganzen Vermessungen und Befragungen und alles andere sehr erregt. Ja, also die Vorstellung, dass ich eben Macht dabei habe auch, ist klar, sozusagen. Endet denn das Ganze dann irgendwann schon in einem sexuellen Akt, in einem sexuellen Spiel? Ja, also er wird dann meistens auch penetriert, wobei ich das natürlich auch begründe. Also ich sage, er muss darauf vorbereitet werden, dass er eben, wenn er... Ja, ich sage immer, Männer müssen auch einstecken können, sage ich dann immer dazu. Guter Spruch. Ja. Sehr wörtlich. Bleibst du denn bis zum Schluss, bis du dich von den Jungs verabschiedest, in der Rolle? Ja. Ja. Also es gibt dann keinen irgendwann, also nach dem Motto, jetzt sind wir mal ganz normal, das gibt's dann nicht. Danach vielleicht schon. Okay. Doch, danach schon. Ich habe zwei kennengelernt, die ich jetzt so als Bekannte habe, mit denen ich oft auch mal ein Bier trinke. Sehr, sehr ungewöhnlicher Fetisch, finde ich. Sehr ungewöhnlich. Ja, und da wollte ich dich jetzt auch fragen, wie du dazu stehst, also wie du dazu politisch eigentlich stehst. Weil ich bin ansonsten eigentlich jetzt kein faschistischer Typ, würde ich jetzt sagen. Aber ich finde eben diese Vorstellung geil. Ich finde es auch sozial gerecht, dass eben alle antreten müssen, wenn man so will. Also wenn du eine Berufsarmee hat, dann können sich ja die Reichen zum Beispiel leicht auch wegstehlen sozusagen. Ja. Wie du dazu stehst eben politisch. Ja, das sind ja zwei verschiedene Fragen. Also was deinen sexuellen Fetisch anbelangt, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn du da deine Gespielen findest und ihr beiden letztendlich Spaß dran habt, ist das ja gar kein Thema, dass das in Ordnung ist. Wenn du hast mich jetzt gefragt nach meiner politischen Meinung, was die Bundeswehr betrifft, oder was? Die Wehrpflicht zum Beispiel an sich, weil es gibt ja auch Gründe, die dafür immer angeführt werden, dass es eben... Ach, weißt du, ich bin perspektivisch schon dafür, für eine Berufsarmee. Ja. Ich finde das okay, ja. Ich glaube... bin ich auch. Außer ich bin erregt, dann bin ich dann nicht der Meinung. Mit was? Wenn? Ich bin, wenn ich sexuell unerregt bin, eigentlich auch dieser Meinung. Ach so, ja. Das passiert eher sexuell motiviert. Ja, aber das muss man streng auseinanderhalten. Ne? Das eine ist eine ernste politische, gesellschaftliche Überlegung und das andere ist ein Spaß, ne? Eine sexuelle Spielart, die du da frönst.
Aber lass mich da noch eine Frage zu stellen. Findest du immer genügend Jungs, mit denen du das machen kannst, oder ist das schon schwierig? Ja, ich mache das seit ungefähr 4-5 Jahren, jetzt, dass ich das nachspiele. Und bis jetzt, also 28, habe ich also mehr praktisch dokumentiert. Also waren ein, zwei mehr vielleicht, aber so ungefähr war das. Hast du auch mal so alle zwei, drei Monate. Ja. Hast du in dieser Zeit, in den letzten Jahren, auch mal eine feste Partnerschaft gehabt zu jemandem? Feste Partnerschaft kann ich jetzt nicht sagen, ne? Aber ich vermisse es zurzeit auch gar nicht. Ach so. Also wenn ich eine feste Partnerschaft suchen würde, dann würde ich das, glaube ich, auch strikt trennen davon. Genauso wie ja auch Hetero-Ehemänner oft ihre Neigungen auch trennen und dann nur bei Prostituierten ausleben können. Aber ich habe eben den Vorteil, dass ich nicht dafür bezahlen muss, weil ich eben auch relativ passabel aussehe noch. Wie siehst du aus? Ja, also ich bin... ich habe mich verstanden. Du siehst wie aus? Ich sehe relativ passabel aus. Ach, passabel. Ich nicht zahlen dafür. Ich habe verstanden. Ich sehe relativ versaut aus. So ein Versprecher. Ja, lieber Georg, interessant. Und ich habe... hat man nicht überall. Also ich habe auch angefangen, jetzt hier so... ich versuche irgendwie schriftstellerisch tätig zu werden. Wenn du willst, kann ich dir mal ein paar Zeilen vorlesen darüber. Nee, weißt du, was ich interessanter fände? Wenn du mir das mailen würdest. Echt? Ja. Das fände ich interessant. Da kann ich es in Ruhe lesen und jetzt sind wir schon ein bisschen unter Zeitdruck und dann bin ich nicht so ganz bei der Sache. Mail doch ganz einfach unter. Aber es wäre schön, wenn ihr mal so einen Themenabend machen würdet darüber. Weil es ist ja auch. Wir können einen Themenabend mal machen, in der Tat. Wehrpflicht oder Musterung, eben weil es ja eben auch nur Männer betrifft. Das ist ja auch eine Männerrechtsverletzung irgendwo. Ja. Also man regt sich in Deutschland auf, wenn Frauen in Sudan beschnitten werden zum Beispiel, aber wenn man hier eine Männerrechtsverletzung hat, dann regt sich kein Mensch drüber auf irgendwie, fällt mir auch auf irgendwie. Okay, und wie die Männer drüber denken und fühlen, vielleicht auch die heterosexuellen Männer. Können wir mal in Ruhe vielleicht in einem anderen Rahmen sprechen. Du mailst mir deinen Text und dann gucken wir weiter. Okay. Einverstanden? Mhm. Schöne Grüße an München. Ja, ciao. Danke für den Anruf. Tschüss. Ja, was man wieder alles so erfährt, ne? Und was es wieder alles so gibt, was wir noch nicht wussten. Da spielt jemand, hat Spaß an der Musterung. Iris ist hier. Iris ist 26. Hallo Iris. Hallo. Hallo. Iris, ja, warum hast du angerufen? Mein Anliegen ist, ich habe einen Freund, der ist Alkoholiker. Mhm. Der macht jetzt gerade eine Therapie, also ist jetzt seit 3 Wochen weg. Wie lange seid ihr zusammen? 5,5 Monate jetzt. Ach, das ist ja noch sehr frisch. Frisch, ja. Und wir hängen eigentlich beide ziemlich aneinander und ich bin jetzt durch ihn jetzt auch wieder Alkoholikerin geworden. Das heißt, du warst vorher auch Alkoholikerin? Ja, mit 15, 16. Aha. Und habe es aber damals geschafft, durch Freunde und meine Lehrer davon wieder runterzukommen. Wie lange warst du Alkoholikerin? So 2 Jahre? 2 Jahre, ja. 2 Jahre, mhm. Und er hat dich jetzt in der kurzen Zeit, wo ihr zusammen wart, hat er dich wieder reingezogen? Ja, dadurch, dass er jeden Tag getrunken hat, habe ich dann auch irgendwann mal wieder angefangen und habe dann abends meinen Wein getrunken und teilweise dann auch morgens schon. Ja. Wie ist der Stand der Dinge jetzt im Moment? Im Moment ist es so, dass ich versuche, mich in den Griff zu kriegen, aber dennoch es nicht schaffe und trotzdem trinke. Hast du jetzt im Moment auch getrunken? Oder vor unserem Gespräch ein bisschen? Ja. Viel? Ich würde es nicht als viel bezeichnen, wenn ich das Verhältnis zu sonst sehe. Wie viel hast du denn getrunken jetzt am heutigen Abend? Einen halben Liter Wein und jetzt die dritte Flasche Bier. Ja, da wäre ich schon ziemlich knülle und könnte gar nicht mehr richtig reden, wenn ich jetzt du wäre. Du redest noch sehr klar. Ist das üblich? Du bist auch klar im Kopf im Moment noch und kannst dich auch... Ja, dass ich ein bisschen nervös bin. Ja, na gut, das ist ja auch normal, ja. Mhm. Ja, das ist aber eine fatale Sache. Da findest du einen Typ, in den verliebst du dich, der ist Alkoholiker und der reißt dich wieder zurück dahin, wo du rausgekommen bist. Richtig. Und ich habe halt jetzt auch Angst um unsere Beziehung, weil ich hänge sehr an ihm. Er ist bis jetzt der Mann gewesen, der mir gezeigt hat, dass es auch die Liebe gibt und dass ich ein Mensch bin, der es wert ist. Ich habe vorher also nur Pech gehabt und möchte ihn eigentlich nicht verlieren. Wie lange wird er, du sagst, seit 3 Wochen ist er in der Entziehung, in der Klinik irgendwo. Wie lange wird er bleiben müssen? Gesagt wird 3 Monate, aber er hat jetzt schon gesagt, dass er verlängern will. Ja, wie lange ist er denn schon Alkoholiker? Seitdem er 14, 15 ist, also er ist jetzt 31. Also
großes, schweres Problem. Ja. Ja. Lass mich nochmal zurückgehen in deine Vergangenheit. Du sagst, dass du so mit 15, 16, 2 Jahre Alkoholikerin warst. Das ist ja ungewöhnlich, auch in dem jungen Alter schon dann zur Flasche zu greifen. Wie viel hast du damals getrunken, dass du sagst, ja, ich war Alkoholikerin? Also im Schnitt 2 Flaschen Korn am Tag. Boah, als 15-jähriges Mädel 2 Flaschen Korn. Ja, das ich habe mich mit meiner Vergangenheit kämpfen müssen, war vorher, oder ja, es hat eigentlich angefangen mit einer Vergewaltigung. Mhm. Damit bin ich nicht klar geworden und habe das versucht, alleine durchzustehen und dadurch habe ich damals zur Flasche gegriffen. Hast du damals auch eine Entziehungskur, eine regelrechte Kur gemacht? Nein, ich habe meine Lehrer haben mich überwacht und habe damals auch Freunde gehabt, die mir geholfen haben, die ich jetzt halt nicht habe. Und du stehst ziemlich allein da im Moment? Ziemlich, ja. Ja. In der Zeit, in der Zwischenzeit, hast du dann die Hände ganz vom Alkohol weggelassen oder mal so ein bisschen hin und wieder? Nee, ich habe die Hände bis Anfang diesen Jahres komplett vom Alkohol weggelassen. Bis du deinen Freund kennengelernt hast? Ja, vorher habe ich schon angefangen durch falsche Freunde wieder. Ach so, vorher auch schon ein bisschen. Ach so, dann war das schon so ein bisschen vorbereitet und dann durch ihn ist es dann noch mehr ins Rollen gekommen. Richtig. Mhm. Mensch, Iris, das ist eine ernste Situation, finde ich. Finde ich eine sehr ernste Situation. Du kannst es ja nicht so laufen lassen. Du musst ja irgendwas machen jetzt. Ich meine, er macht ja auch was. Er kann ja nicht zurückkommen aus seiner Kur und du hängst volle Kanne an der Flasche. Das will ich ja auch nicht. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt auch einen Entzug mache, habe ich Angst, dass ich ihm nicht helfen kann, wie er mich jetzt braucht. Und er braucht mich momentan sehr. Aber du kannst ihm auch nicht helfen, wenn du immer weiter wieder absackst in die Alkoholgosse. Ne? Weiß er, dass du im Moment auch trinkst? Nein. Warum hast du es? Also, er wird es morgen erfahren, weil ich habe ihm einen Brief geschrieben. Ja. 11 Seiten und habe ihm das auch versucht zu erklären in dem Brief. Hattest du ihm denn erzählt, dass du früher als Jugendliche ein Problem mit Alkohol hattest? Nein. Auch gar nichts? Nicht. Das hat er auch erst durch den Brief. Du hast einen Brief geschrieben, der kommt morgen an, wo alles so drin steht, was du mir jetzt gerade auch erzählt hast. Ja. Mhm. So, das finde ich eigentlich eine gute Sache, muss ich dir sagen, dass du das schon mal gemacht hast. Ich habe jetzt nur halt Angst, dass er jetzt dadurch dann einen Knacks kriegt. Ich habe die Sorge nicht. Wenn du ihm, ich weiß nicht, wie der Brief aufhört, ist das ein Hilferuf oder sagst du, dass du etwas machen möchtest oder wie hört der Brief auf? Schon mehr als Hilferuf. So, das darf natürlich jetzt nicht passieren, dass er dort in der Klinik sitzt und denkt, Mensch, ich muss irgendwas tun und ich kann nichts tun. Ich finde gut, dass du ihm die Wahrheit gesagt hast. Nur so könnt ihr auch eine gute Basis für eine Liebe und eine Freundschaft finden. Aber jetzt musst du ihm die Angst nehmen, indem du aktiv wirst und ihm schreibst. Kannst du ihn auch anrufen da? Jein. Okay. Ich muss immer warten, wenn er anruft, dann kann ich ihn erst zurückrufen. Okay, dann müsste also nochmal ein Brief hinterher geschickt werden, relativ schnell, in dem du schreibst, ich habe das Problem, aber ich werde es jetzt selbst in die Hände nehmen und mir Hilfe suchen, so wie du es auch tust, und mach dir um mich keine Sorgen. Und er weiß ja, dass ich Hilfe suchen will, auch für ihn jetzt, also für die eine Selbsthilfegruppe für Angehörige auch. Und ich hoffe halt eigentlich auch, dass die mir dort helfen können. Ah, du willst in eine Selbsthilfegruppe von Angehörige von Alkoholikern gehen. Genau. Ja, wobei du jetzt ja selbst Alkoholikerin bist. Ja. Also was ich sagen will ist, ich meine, das ist schon mal ein ganz guter Schritt, den du unternimmst. Du musst jetzt aber ganz schnell initiativ werden und dir Hilfe suchen. Entweder bei den anonymen Alkoholikern, bei der Selbsthilfegruppe oder vielleicht direkt bei einer Beratungsstelle. Und das musst du ihm sagen, damit er kapiert, du lässt dich nicht gehen und damit er sich nicht Sorgen macht, während er da in der Klinik ist, dass du noch immer weiter absinkst. Sondern der muss da sitzen und mit voller Kraft an sich selbst arbeiten, dass es ihm besser geht, mit dem Wissen, dass du auch an dir arbeitest und dass das bei dir auch nach oben geht. Und ihr in absehbarer Zeit dann wieder zusammenkommt und es dann gemeinsam schafft, der darf da sich keine großen Sorgen um dich machen. Nur so kannst du ihm helfen.
Das Problem, was ich hier eigentlich auch hauptsächlich habe, ist, dass ich niemanden habe zum Reden. Mhm. Die Freunde, die ich hier habe oder Bekannte, die ich hier habe, die eine, die ist 16, die hat selber große Probleme und der nächste beste Freund von meinem Freund ist auch ein Alkoholiker, der kifft und er kokst. Kein guter Berater. Somit habe ich hier eigentlich überhaupt keine Freunde. So, deshalb war es eine gute Idee, hier angerufen zu haben. Ich möchte, dass du jetzt mit meiner Psychologin sprichst, mit der Anja. Die Anja wird dir ein paar Anlaufstellen geben in deiner Umgebung. Mhm. Meine Bitte oder mein Rat an dich wirklich, hilf dir jetzt selbst oder unternimm alles, dass man dir hilft. Nur so kannst du letztendlich auch deinem Freund beistehen. Wenn du jetzt nichts machst, wenn du weiter absagst, dann wird das für ihn noch viel schlimmer alles werden. Zumal ich nicht absagen darf, wegen meiner Familie. Das ist ein anderes Thema, was wir gar nicht angeschnitten haben. Aber du darfst auch nicht absacken wegen dir, weil es um dein Leben geht und um deine Zukunft. Und vielleicht ist es jetzt alles noch nicht so ganz schlimm und man kriegt das noch relativ schnell in den Griff. Aber du musst jetzt was machen und du musst auch in kompetente Hände. Und dabei werden wir dir jetzt, soweit es uns möglich ist, helfen. Dir helfen. Okay. Okay. Liebe Iris, danke. Du legst bitte auf und die Anja ruft dich gleich zurück. Mhm, okay. Alles Gute. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der Telefonnummer oder unter unserer Mailadresse domian@wdr.de. Diese Woche Samstag ist mein prominenter Gast, sage ich euch jetzt schon mal, ja, die Mutter der Nation, Marie-Louise Marian. Am Samstagabend im WDR-Fernsehen stellt sie sich meinen Fragen und auch euren Fragen. Und wenn ihr gerne mit der Mutter Beimer sprechen wollt, dann könnt ihr euch anmelden schon mal unter der Mailadresse domian@wdr.de. Astrid ist hier. Astrid ist 41 Jahre alt. Hallo Astrid. Ja, hallo Domian. Über was reden wir? Über die Politik. Ah, das ist ein gutes Thema. Ja, ein bisschen profan nach dem vorherigen Anruf, aber... Ja, aber es interessiert uns ja alle im Moment. Ja, wie hast du es denn alles mitgenommen? Mich ärgert das im Moment, dass alle auf den Schröder rumhauen über die Sonntagsaktion, weil ich das gar nicht nachvollziehen kann. Hast du es gesehen? Ich habe es gesehen und ich empfinde so, dass wir wirklich vor 2 Monaten noch bei 25% lag und für sich ja wirklich einen Sieg erreicht hat. Mhm. Und auch zu der Situation, als er gesprochen hat, oder zumindest bevor es anfing, ja auch noch der Papst war. Ja. So, dass ich denke, dass ja auch an dem Wahlabend zu der Zeit noch nicht klar war, wird es ein Papst, hat er vielleicht eine Stimme mehr, hat die CDU eine Stimme mehr, dass das alles ja noch gar nicht klar war zu dem Zeitpunkt. Das stimmt. Wo ich denke, er hat ein Recht dazu zu sagen, ich habe gewonnen nach all dem, was man mir hier vorprophezeit hat. Ja, aber er hatte ja nicht gewonnen. Er hatte ja zu dem Zeitpunkt definitiv und er hat es bis heute nicht, er hat nicht gewonnen. Er hat zwar viel besser, er steht viel besser da, als die Meinungsumfragen waren, aber de facto ist Rot-Grün abgewählt. Rot-Grün ist abgewählt und aber gleichzeitig Schwarz-Gelb auch. Ja. Kein Thema. Ja? Aber so. Weißt du, ich bin ja auch ein alter Schröder-Mann, muss ich dir sagen. Aber ich war wirklich geschockt, dass er so massiv auf die Moderatoren und dann auch überhaupt sich so dargestellt hat. Das hat er doch gar nicht nötig. Er hat sich die ganze Vorwahlzeit im Wahlkampf perfekt verkauft. Er hat keinen Fehler gemacht. Und da beschimpft er plötzlich die Medien rundum und lacht immer zu, wo es gar nichts zu lachen gibt und so weiter. Er hätte auch viel souveräner da sitzen können und sagen, pass mal auf, das ist noch nicht entschieden. Und wenn, dann gucken wir mal, ich freue mich, dass ich so gut abgeschnitten habe und so weiter. Ich habe das nicht so empfunden. Hast du nicht so empfunden? Also ich habe das wirklich, ich denke, er war freudeüberströmt, so, ne, so und hat kräftig seine Freude ausgedrückt irgendwie so. Ich hatte das nicht so empfunden irgendwie. Der Westerwelle sagt ja, ich weiß nicht, was sie vorher gemacht haben. Ja, das ist das nächste Thema. Ich unmöglich finde, dass er sich überhaupt nicht jetzt bereit erklärt, überhaupt ein Gespräch mit SPD zu führen, finde ich.
so ein Ding. Andererseits würde er unglaubwürdig. Die haben ja den ganzen Wahlkampf über gesagt, wir wollen Rot-Grün abwählen. Natürlich, ja, natürlich. Aber eine Gesprächsbereitschaft muss doch da sein. Also ich denke auch, ne, ich bin Grünwählerin seit, weiß ich nicht, seit ich wähle. Ja. Ne, und ich möchte auf gar keinen Fall Schwarz-Gelb-Grün sehen. Das würde mich, also das wäre für mich ein Grund, nie mehr Grün zu wählen. Warum? So. Weil ich finde, dass so vieles unsozial ist an Schwarz-Gelb. Das ärgert mich so maßlos, dass Reiche wirklich immer reicher werden sollen und die Armen immer ärmer. Das ist für mich einfach ein Unding. Nun gibt es ja gewisse Bewegungen, leichte Tendenzen bei den Grünen, die zumindest signalisieren, man kann ja mal drüber sprechen. Richtig, aber diese Bereitschaft finde ich auch in Ordnung. Ja, also ich denke, drüber zu reden, eher im Gegenteil. Ich würde sogar noch die Gespräche wirklich auch auf die Linken, ich würde nicht mit denen koalieren, aber zumindest drüber reden, finde ich, ist zeigt was von Toleranz allen Parteien gegenüber. Also mit denen würde ich auch nicht reden. Ja. Ich würde mit einem Herrn Gysi und einem Herrn Lafontaine keine Silbe austauschen. Aber ist eine persönliche Einschätzungsfrage. Wie hast du das denn heute empfunden, dass der Fischer seinen Rückzug angekündigt hat? War ich sehr überrascht drüber. Ich war da auch sehr überrascht. Ja. Das habe ich auch gar nicht verstanden. Vor allen Dingen nicht jetzt. Wäre ich zum Beispiel, wenn ich Grün gewählt hätte, wäre ich da auch etwas enttäuscht. Weil er vorher immer gesagt hat, er geht gerne in die Opposition und ist auch gerne Fraktionsführer der Grünen. Und jetzt ist er wahrscheinlich weg. Habe ich auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, was ihn bewegt hat dazu, dass er das gemacht hat. Keine Ahnung. Interessante Frage, was jetzt, wie die Grünen sich jetzt entwickeln, wer da an die Spitze kommt und ob die Grünen ohne den Oberguru Fischer stabil bleiben. Ne, ist eine interessante Frage wahrscheinlich, die man jetzt beobachten muss. Wird man sehen, denke ich. Obwohl ich denke, Künast oder so, das sind ja durchaus auch alles Persönlichkeiten. Ne? Ist ja nicht so. Durchaus, durchaus. Wäre. Ja. Man sagt ja, dass Frau Künast und Frau Merkel gern ab und zu Kaffee trinken gehen. Ja. Habe ich heute gehört. Ja. Ich kenne ich kenne auch CDU-Leute, mit denen ich mich an den Tisch setze und Kaffee trinke. Na klar. Es ist ja nur Quatsch zu sagen, mit denen rede ich nicht mehr, weil sie CDU oder, ne, das Einzige, was für mich nicht geht, sind die Braunen so. Und das ist, ne. Ja, aber das ist ja auch wieder ein schöner Beweis dieses Wahlergebnisses. Wir haben in Deutschland keine Rechten. Das finde ich auch. Das war wunderbar. Wir haben zwar Rechte, aber nicht genügend. Aber völlig irrelevante Zahlen sind das, ne? Ja. So, jetzt sag du hast Grüne gewählt, du bist eine engagierte, merke ich schon, engagierte politische Beobachterin. Was soll denn nun werden? Was würdest du dir wünschen, was jetzt da geschieht? Ich glaube, dass passieren wird die große Koalition. Unter welcher Führung? Das ist schwierig, weil ich glaube im Endeffekt unter keiner von weder Schröder noch Merkel. Meinst Wobei du denn, ich mir Schröder durchaus wünschen würde, aber es wird nicht passieren, glaube ich. Ja, meinst du denn, dass es egal, welche Person es ist, dass es zumindest der CDU zustünde, den Kanzler oder die Kanzlerin zu stellen, weil sie eben die meisten Stimmen in der Fraktion haben? Ich sehe da nicht nur den Bundestag, ich sehe auch den Bundesrat, wo die CDU natürlich auch die Mehrheit hat. Und von daher würde ich es mir eigentlich eher wünschen, dass die SPD dann dass da irgendwo ein Ausgleich ist in der Führung oder so. Es ist alles vertrackt. Und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich jetzt im Nachhinein auch sehr sauer bin auf dieses ganze Neuwahltheater. Warum hat Schröder das gemacht? Warum? Jetzt ist die Situation viel vertrackter als vorher. Es kann sein, dass das Land über Wochen und Monate nicht regiert wird. Es werden keine Reformen verabschiedet, keine Gesetze. Vielleicht stehen uns nochmal Neuwahlen an. Er hätte schön ein Jahr weiter regieren können. Das stimmt, das habe ich aber auch schon vor Monaten nicht kapiert. Das ist wohl wahr. Aber ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es einfach. Ja, ich denke, er hat einfach nach der SPD, nach der NRW-Wahl keine Chancen mehr irgendwie für sich gesehen. Ich weiß es nicht. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Ich hätte es auch nicht gemacht. Wärst du denn für Neuwahlen? Nee. Weil ich denke, die müssen damit leben. Und ich denke auch nicht, dass Neuwahlen was ändern würden. Achso, danke für deine Meinungsäußerung. Ja. Auf Wiederhören. Bis dann. Jo, tschüss. Und weiter geht es bei uns.
unter 0800 220 5050. Das hier ist eine Live-Telefon-Talkshow im Fernsehen, wieder Fernsehen, wenn ihr gerade mal so durchgezappt seid. Und im Radio bei 1 Live. Und ihr könnt ja anrufen und wir unterhalten uns über alles. Über alles. Hier ist Achim. Achim ist 37 Jahre alt. Hallo Achim. Oh, komm ich ja doch dran. Ja, du bist dran. Hi Jürgen. Ja. Grüß dich Achim. Mir stehen die Haare zu Berge. Warum? Kann ich nur sagen. Weil ich wählen war und das Ergebnis gesehen habe. Was hast du gewählt, also wenn ich fragen darf? Ich bin CDU-Wähler. Also je nach Politik. Ich habe auch schon mal FDP gewählt. Mhm. Aber und warst wahrscheinlich völlig baff, weil du mehr erwartet hattest. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ja. Weißt du, zum einen, also Schröder, was hat er denn gemacht? Er steht mit dem Auto an der grünen Ampel und wirkt den Motor ab. Mhm. Und jetzt fährt er den Wagen vor die Wand. Der hat jetzt Deutschland nur geschadet. Eben dieses ganze Neuwahltheater, was soll das? Mhm. So, jetzt, jetzt hat die CDU so wenig eingefahren, was man überhaupt nicht erwartet hatte. Was glaubst du als CDU-Wähler und wahrscheinlich dann besonderer Beobachter der CDU, woran lag es? Welche Fehler sind gemacht worden? Große Frage, die immerzu in allen Medien im Moment gestellt wird. Ja, also zum einen glaube ich, dass die CDU so einen kleinen Mehrwertsteuertrauma hat. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, damals, 98 war das. Da gab es diese Nolte, das Liebchen von Helmut Kohl. Die sollte Familienministerin werden. Ja, also es war kein Verhältnis. Ja. Aber war sein Mädchen, was jetzt Angela Merkel ist. Claudia Nolte, die schicke mit den Rüschenblusen, ne? Ja, genau. Mhm. Die irgendwie da mal in so einen Softbonus oder was mitgespielt hat. Nein. Keine Ahnung. Keine Verunglimpfung. Egal. Aber die hat auch kurz vor der Wahl gesagt, die Mehrwertsteuer wird erhöht. Mhm. Stimmt, wo du es jetzt sagst, erinnere ich mich. Mhm. So, das hat die Leute auch erschreckt. Da war nämlich auch, ging es wieder gegen die Umfragen, wurde es dann wieder in die andere Richtung gedrückt. Klar, Merkel hat zwar früh die Wahrheit gesagt, finde sie auch sachlicher und ehrlicher als in Schröder, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das kann man ihr ja hoch anrechnen, dass sie gesagt hat, hier es ist kein Geld da. Der Eichel macht ja, die gehen ja unter in den Schulden und wir müssen einfach die Mehrwertsteuer erhöhen. Ob das nun richtig ist oder falsch ist, sei dahingestellt, aber sie hat es gesagt. Das ist ja schon mal okay. Du sagst, wir gehen unter in den Schulden. Ja. Es gibt ja noch nicht mal den Haushalt für nächstes Jahr. So, genau. Der ist vollkommen überfällig. Ja, ist der. Ja. Wir wissen überhaupt gar nicht, wo wir dran sind. Glaubst du, dass vielleicht auch die Person Kirchhoff große Schuld daran trägt, dass die CDU so abgeschmiert ist? Absolut ja. Also nicht als Person, auch nicht für sein Konzept. Das ist nur falsch interpretiert worden. Ja, oder sagen wir, die CDU hat es nicht richtig verkaufen können. Ja, richtig. Mhm. Da ist so auch eine gewisse Unerfahrenheit von der Merkel, sowas ins Spiel zu bringen. Ja. Aber und nun, mein Gott, was soll jetzt werden, deiner Auffassung nach? Naja, also ich wünsche mir ein paar Minister weg, wie Trittin, Stolpe muss weg und Eichel muss weg. Also du möchtest eine große Koalition oder was? Nee. Was möchtest du? Im Gegenteil, das wäre ja Stillstand pur. Ja, was willst du? Schwarz-Gelb-Grün. Ja. Kann ich mir als einziges vorstellen. Wird schwierig werden. Kriegen die Grünen einen Ministerposten, dann ist gut. Heute war bei Kerner, waren ganz viele Politiker zu Gast. Und da sagte Beckstein aus Bayern, also ihm fällt es ein bisschen schwer, sich vorzustellen, dass er mit Ströble und mit Trittin an einem Tisch sitzt und gemeinsam ein Projekt durchfechten oder vor der Kamera vertreten. Das ist auch schwierig. Das ist auch schwierig. Da müssen aber, glaube ich, viele oder beide Seiten extreme Konzessionen machen. Ja, das ist eben Politik. Mhm. Es gibt genug Firmen, wo Arbeitskollegen sich untereinander nicht mögen. Mhm. Aber trotzdem machen sie ihre Arbeit. Mhm. Also interessant, finde ich das auch. Da müssen halt alle mal ein bisschen umdenken und vielleicht bringt das ganz neuen, frischen Wind in unsere politische Landschaft. So eine Konstellation, grün, schwarz, gelb. Ja, die Grünen, die kleben ja auch an ihren Sesseln. Die haben ja auch gesagt, da hängt ja nicht nur die politischen Posten hängen dran, sondern da sind ja auch viele Angestellte, die dann auch arbeitslos werden würden. Mhm. Und die werden auch sagen, also damit wir mit in der Regierung sind, dann nehmen wir Schwarz-Gelb. Was soll's denn? Außerdem haben die im Bundesrat so die Mehrheit, das sind die Einzigen, die sich in Deutschland bewegen können. Mhm. Wen findest du denn für deinen Geschmack, du als CDU-Wähler, von den Grünen, so von den bekanntesten Protagonisten, wen findest du da am beeindruckendsten? Du sagst, kann ich mir vorstellen, dass der oder die zusammen mit Merkel in der Regierung sitzt? Na, also ich würde also es ist ja so, dass die FDP möchte ja drei Ministerposten haben. Mhm. Wenn jetzt noch eine Partei dazukommt, dann müssen sie halt
einen Ministerposten abgeben. Ja. Und da gefällt mir noch am besten die Frau Künast. Frau Künast, ja. Also, das können wir, also den Tretin, den braucht man nicht. Also Frau Künast finde ich auch gut, muss ich sagen. Frau Künast ist, finde ich, da habe ich Vertrauen, dass die das Landwirtschaftsministerium gut geführt hat und die hat viel für Bioprodukte getan und so. Ich finde die auch okay. Weil die hat auch, glaube ich, eine landwirtschaftliche Vorgeschichte, ne? Ja, weiß ich gar nicht genau. Irgendwas. Aber sie ist auf jeden Fall, ich habe es in vielen Diskussionen gesehen. Sie ist auch so eine Taffe, ne? Sie sitzt da immer so ganz frech und geradeaus und streitet, aber irgendwie so, dass man denkt, ist okay. Ja, und kurze, prägnante Antworten. Ja, genau. Sehr schnell auf den Punkt. Also, es wird spannend und wir bleiben am Ball und gucken uns die Sache an. Und ich hoffe auch, dass sie sich irgendwie einigen und dass wir nicht schon wieder neu wählen müssen. Ja, und hoffen, dass irgendeiner den Herrn Schröder die Drogen wegnimmt. Naja, er hat keine Drogen genommen, aber die Späße gingen ja nun rum, ne? Nein, die Drogen waren es nicht. Aber naja. Weißt du, was das war? Das war das wahre Gesicht. Hast du es schon mal unter einer richtigen Anspannung gesteckt, wo du arbeiten musstest und auf einmal ist die Anspannung weg? Mir hat, es ist interessant, dass du das gerade sagst, mir hat eine Verwandte, eine ältere Frau, gestern gesagt, auch alte Sozialdemokratin, die sagte, ich habe das gesehen, wie der Kanzler da saß, und der hat ja die Maske vom Gesicht gerissen bekommen. Ja, richtig. Und der zeigte, wie du gerade gesagt hast, sein wahres Gesicht. Und die Frau, wie gesagt, alte Sozialdemokratin, war sehr schockiert darüber. Ja, vielleicht lag es wirklich daran, dass er wütend war, dass es nicht geklappt hat. Es ist ein Schauspieler. Er ist aber auch ein Realist. Er weiß doch ganz genau, er ist ein guter Taktierer. Mhm. Das kann man ihm nicht absprechen. Mhm. Aber der weiß doch ganz genau, dass jede Regierungsbildung, die jetzt möglich ist, die kann doch, da ist er nicht in der Spitze. Es geht gar nicht. Wir wollen jetzt nicht weitersprechen, sonst werden die Medien nochmal beschimpft, dass sie so viel böse Dinge gegen Herrn Schröder gesagt haben, was ja gar nicht stimmt im Übrigen. Ich könnte ihm gerne meine Nummer weitergeben. Ja. Das ist das Problem. Lieber Achim, danke für deine Meinungsäußerung. Gerne. Tschüss. Schön, Sie was. Tschüss. So, Hinweis schon mal auf unser Thema. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir ja Themennacht. Da heißt das Thema, wenn ich an Autos denke, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich möchte gerne mit euch über Geschichten, Erlebnisse mit Autos sprechen. Was ihr schon mal in einem Auto erlebt habt. An schönen Sachen, an dramatischen Sachen, an skurrilen Sachen. Was ihr durch ein Auto oder mit einem Auto vielleicht schon mal erlebt habt. Oder ich möchte auch gerne sprechen mit Leuten, die ihr Auto mehr lieben als ihre Frau. Soll es ja auch geben. Also das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn ich an Autos denke. So, Steffi ist hier. Steffi ist 24 Jahre alt. Hallo Steffi. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Hallo. Über was wollen wir uns unterhalten? Und zwar bekomme ich in 5 Wochen unser erstes Kind. Mhm. Und so langsam kommt tierische Panik vor der Geburt. Warum? Ich weiß nicht, also ich habe mir das so easy vorgestellt, schwanger zu werden. Erstmal war die Schwangerschaft ziemlich schwierig. Also war zwar problemlos, aber die ersten 4 Monate nur gebrochen. In den ersten 4 Monaten 15 Kilo abgenommen. Mhm. Und dann halt das mit den ganzen Wehwehchen. Ich habe es mir einfach einfacher vorgestellt. Und ich bin auch nicht ein Mensch, der sehr gut Schmerzen ertragen kann. Und ich habe panische Angst vor den Schmerzen. Ich habe Angst, dass ich da auf die Matte mache beim Pressen. Und dass du auf die Matte machst? Ja, dass ich mich bekote. Ach so. Also ja. Das soll kann ja vorkommen. Vorkommen. Ja. Ja. Bei manchen Frauen ist es halt so, dass es dann halt vorkommt, dass die während der Pressszenen dann halt dahin machen. Wobei das ja auch dann für die, die daran beteiligt sind, normal ist. Ne? Aber du würdest dich schämen, dir wäre es unangenehm. Ja, weil ich ein sehr reinlicher Mensch bin. Also ich gehe auch manchmal 2-mal am Tag duschen, wenn ich jetzt übermäßig viel geschwitzt habe. Und ich bin jetzt auch seit der Schwangerschaft inkontinent. Und wenn ich huste oder niese, dass ich dann halt Urin verliere und das Urin auch nicht mehr so gut halten kann. Und ich frage dann meinen Mann immer, ob man es riecht, ob man das sieht. Und also inkontinent bezogen auf den Urin? Genau. Ja. Ich kenne mich ja nicht so mit aus, mit dem Problem, dass die Frauen dann halt stuhlganglos drücken. Kann man das vorher nicht irgendwie durch einen Einlauf oder so? Ich frage einfach mal, ich weiß es nicht. Kann man das nicht? Ja, also meine Hebamme hat mir gesagt, dass man halt schon einen Einlauf machen könnte oder vorher, wenn man weiß, es geht jetzt jeden Tag los, Lebensmittel essen, die halt abführend wirken, so wie jetzt Sauerkraut oder so, aber die Sicherheit ist nicht gegeben, dass der Darm komplett leer ist.
Und ich sag mal, ich schäme mich jetzt nicht vor meinem Mann, der wird auch bei der Geburt dabei sein. Mhm. Aber das große Geschäft macht man ja doch nicht vor dem Partner. Und ja. Ich habe auch Angst, dass ich danach nicht mehr erotisch für ihn wirke, wenn er das alles sieht. Mhm. Also kann ich verstehen. Blut. Kann ich die Überlegung kann ich verstehen. Kann man denn das nicht so machen, dass es er zwar bei dir ist, dass ihr euch seht und dass er deine Hand hält, aber dass er nicht den direkten Vorgang sieht? Ja, er hat ja sowieso schon gesagt, dass er dann halt hinter mir steht und mir nur die Hand hält und dann mal die Stirn abtupft und mir Wasser reicht. Mhm. Aber wenn das passiert und die machen das Laken da unten weg, dann sieht das ja trotzdem, wenn ich dann dahin gemacht habe. Du möchtest aber auf jeden Fall, dass er dabei ist? Ja, ohne ihn schaffe ich es gar nicht, glaube ich. Also ich bin jetzt auch schon wieder, wenn ich darüber nachdenke, total fertig und fange an zu zittern und so eine Horrorvorstellung. Also diese Variante oder diesen Aspekt, dass die Erotik eventuell darunter leiden könnte, hat mein Freund erzählt von 2 Jahren, als das erste Kind bei den beiden kam, ein befreundetes Paar. Mhm. Kann ich verstehen. Würde ich vielleicht auch so denken. Und die haben es so gemacht, wie ihr das auch vorhabt, dass er einfach am Kopf der Frau gestanden hat und Händchen gehalten hat und gestreichelt hat und so. Und dann war gut. Und das Ganze ist auch gut gelaufen. Ich würde mir jetzt an deiner Stelle mal nicht so ganz doll den Kopf machen, wenn jetzt da so ein bisschen übler Geruch hochkommt oder so. Das ist halt so bei einer Geburt. Also er sagt auch, dass ihn das jetzt nicht so stören würde und er sagt auch, dass er mich danach noch erotisch findet, weil er findet mich ja jetzt auch noch erotisch und aber er hat ja auch noch nie eine Geburt mitgemacht, genauso wie ich. Und das kann man ja von vornherein auch überhaupt nicht sagen. Also bei allem Verständnis dafür, dass einem das peinlich ist, wäre mir auch peinlich. Aber dennoch würde ich mich da doch zu zwingen, so eine Haltung zu bekommen, das ist natürlich, die das machen, sehen das jeden Tag. Und das wird auch ruckzuck dann weggemacht und dann ist es auch gut. Mhm. Da würde ich mir jetzt nicht so den Kopf drüber zerbrechen. Ich kann das aber nicht abstellen. Ich habe dann nachts Albträume. Klar, aber weißt du, wie bei allen Sachen kann man sich in sowas hineinsteigen und kann es immer wieder denken. Oder man kann auch dagegen halten und sagen, okay, komm, das ist für die Leute, die in den bei der Entbindung dabei sind, absoluter Alltag. So wie es in allen Krankenhäusern absoluter Alltag ist, mit Ausscheidungen umzugehen. Mhm. Da muss man sich nicht schämen. Da muss man sich wirklich nicht schämen. Mhm. So ein bisschen Schiss vor den Schmerzen hätte ich auch, wenn ich eine Frau wäre, muss ich ehrlich. Ja, also da habe ich tierische Schmerzen, weil ich bin überhaupt nicht schmerzempfindlich. Also ich bin sehr, sehr schmerzempfindlich. Aber da kann man sich doch wahrscheinlich sehr schlau machen, so mit Hebammen und. PDA und sowas alles. Das hat mir meine Hebamme schon alles erklärt, was es da alles für Mittelchen gibt. Aber die Nebenwirkungen von der PDA und den Schmerzmitteln, die wären wohl auch so heftig. Mhm. Da würde man dann halt wie im Delirium da liegen und die Geburt auch gar nicht mehr so richtig mitbekommen. Mhm. Und da habe ich dann auch Angst vor, dass dann irgendwie, dass sie mir irgendwas spritzen und ich dann da liege und so praktisch hilflos ausgeliefert bin und das überhaupt nicht mehr so richtig mitkriege, was die mit mir da anstellen. Aber wahrscheinlich wird das doch so sein, dass die dir erstmal ein bisschen Schmerzmittel spritzen, dass du noch voll alles mitbekommst. Und nur in dem Moment, wo es dann wirklich ganz schlimm wird, dass die Dosis etwas erhöht wird und nachgelegt wird, dann ist es so ein Abwägen. Dann nimmt man das ja vielleicht auch gar nicht in Kauf, dass man dann nur nicht jede Minute exakt mitbekommt, wenn die Schmerzen zu groß sind. Ich glaube, Steffi, es gibt schon so ein paar andere Frauen, die da haben das auch schon mal erlebt und sind gut drüber weggekommen. Ja, vielleicht mache ich mir da auch zu sehr im Kopf, das kann auch sein. Aber ja, ich meine, ich habe gut reden als Mann. genau. Ehrlich, ich hatte wirklich... Ihr könnt das nicht mitführen. Meine Mama sagt immer, ihr müsstet einmal die Tage erlebt haben, dann wird es keine Kinder mehr geben. Nein, also ganz ehrlich gesagt, ich hätte da auch Angst vor. Aber ich würde da auf den Rat der Gynäkologen oder der Hebamme oder so schon hören und mich da beruhigen lassen. Und vor allen Dingen nicht sich immer mehr hineindenken und noch mal mehr hineindenken. Mhm. Ja, und dann immer noch die Angst, dass er vielleicht nicht gesund auf die Welt kommt. Wir wissen ja auch mittlerweile schon, dass es ein Junge wird, ein kleiner Leon. Ja. Und dass bis jetzt ist alles in Ordnung. Also die Untersuchungen sind auch alle problemlos verlaufen. Nur es gibt ja auch halt Sachen, die man erst später feststellt. Und dann träume ich, dass der mit einem Riesenkopf auf die Welt kommt und so. Also Steffi, richtige Albträume. Steffi, das ist wirklich eine Frage so der Lebenseinstellung. mir kann hier jetzt im Moment auch die Decke auf den Kopf fallen. Oder ich kann einen Herzschlag kriegen. Du auch. Oder wir können einen Autounfall kriegen. Es kann immer was Schlimmes passieren. Mhm. Aber wenn bisher schon mal alles gut verlaufen ist und nach allen Untersuchungsmethoden das Kind okay ist, alles gut ist, ist das eine Freude.
Da würde ich jetzt mir nicht den Kopf schon machen, was wäre, wenn und das und das und das und das. Da wirst du ja verrückt bei und es bringt überhaupt gar nichts. Mhm. Es bringt gar nichts. Nee, das stimmt. Tut dem Kleinen bestimmt auch nicht gut, nein, wenn ich mich da jetzt immer jeden Tag bekloppt mache. Weißt du, um nochmal auf die Schmerzen zurückzukommen, du wirst ja auch ganz toll belohnt dafür, dass du die Schmerzen aushältst. Ich werde auch langsam ungeduldig. Also es sind jetzt noch knapp 5 Wochen. Der Arzt sagt, ich kann mich eher auf 3 einstellen als auf 5, weil er schon ziemlich groß ist, der Kleine, und auch schon ziemlich kräftig. Und ich hätte es jetzt lieber schon gestern hinter mir als heute, weil ich kann es auch gar nicht mehr erwarten, ihn jetzt endlich im Arm zu halten. Das Kinderzimmer ist fertig, alles ist vorbereitet und der Bauch stört. Ich kriege kaum noch Luft nachts und kommt das Sodbrennen und mir tut der Rücken weh. Und aber jetzt, ich, wenn er schon draußen wäre. Klar, verstehe ich. Aber ich würde so all diese negativen Sachen und wie gesagt, inklusive die Angst vor den Schmerzen, würde ich immer gegensetzen, was kriege ich dafür? Ich kriege ein wunderbares Glück geschenkt danach. Und ja, unsere Hebamme hat uns auch erzählt, man soll jede Wehe willkommen heißen, jede Wehe bringt dich näher zu deinem Kind. Ja, schöner Satz, finde ich gut, ja, genau. Aber sie hat noch nie ein Kind gekriegt und kann das auch gar nicht beurteilen, sagt sie selbst. Ja, das ist ja nicht. Sie sagt das immer den Frauen so, ja, du müsst jede Wehe willkommen heißen, es bringt euch näher zum Kind, aber sie selbst weiß gar nicht, wie weh das tut, weil sie noch kein Kind hat. Wie alt ist sie? 27. 27, na, da ist ja noch einiges drin. Das kann ja auch werden. Genau. Also, ich fasse nochmal zusammen. Dass die Erotik da gestört werden könnte, kann ich nachvollziehen. Mhm. Er soll hinter dir stehen. Okay. Dass da ein bisschen mal was unter, dass du da ein bisschen was unter dich machst, ist völlig normal, ist nach ein paar Minuten vergessen, die ganze Sache. Mhm. Ne? Und mal dir nicht die schlimmsten Sachen aus. Freu dich einfach. Freu dich. Ja, das tun wir auf jeden Fall schon. Ja. Und nicht ganz, immer ganz nicht so sehr in die Angst reindenken. Je mehr man sich in die Angst reindenkt, desto schlimmer wird es auch. Ich sag mal, bis jetzt hat ja auch alles gut geklappt. Ich hatte keine Blutungen und nichts. Siehste. Und Schwangerschaft nicht komplikationslos bis jetzt. Ja. Und wir freuen uns auch tierisch, weil wir halt 14 Monate, also sag ich jetzt mal, geübt haben. Ja. Ich würde mich sehr über eine Mail freuen, wenn der Kleine da ist. Ja, dann schicke ich dir ein Foto. Würde ich mich wirklich sehr freuen. Als Anhang. Und, auf jeden Fall. Dann drücke ich jetzt ganz fest die Daumen. Dankeschön. Und bin sicher, dass alles richtig toll über die Bühne geht und du sehr glücklich sein wirst hinterher. Und ich wollte noch sagen, super Sendung. Ich gucke dich jeden Abend. Dankeschön, Steffi. Okay. Alles Liebe und ich drücke die Daumen. Ne? Schönen Abend noch. Tschüss. 0800 220 5050. Jetzt habe ich noch die Patricia. Patricia, 36. Hallo Patricia. Hallo Jürgen. Über was reden wir? Wir reden, ja, wie das Mädel bei dir vorhin, kurz über Sucht. Ja. Ich war Codeinsüchtig. Codeinsüchtig? Codeinsüchtig. Erklär uns, was Codein ist. Codein ist ein, ich sag mal, Schmerzmittel und ist eine ganz vermilderte Form von Morphium. Mhm. Ich war 4 Jahre Codeinsüchtig, aufgrund dessen, weil ich seit 15 Jahren Angst- und Panikattacken habe. Ah, und da hat man dir Codein verschrieben? Nee. Nein. Ganz normal nur Antidepressiva, ja. Die haben aber nicht mehr geholfen. Ja. Dann war ich beim Zahnarzt und da bekam ich, weil ich da einen Zahn gezogen bekommen habe, das Codein. Ja. Und da habe ich gemerkt, hoppla, mit dem Codein ist die Angst weg. Ach so. Und dann bin ich da immer tiefer. Mhm. Und es war dann so, dass ich wirklich am Tag manchmal bis zu 70 Tabletten Codein hatte. Boah, 70 Tabletten? Ja, heftig. Boah, das ist heftig. Ultra heftig. So, jetzt bist du 36 Jahre alt. Yep. Und wie ist es im Moment? Im Moment ist es so, ich habe letztes Jahr im Januar, es ging nicht mehr, weil ich mir selber gesagt habe, meine Gesundheit, die geht kaputt. Mhm. Bin ich freiwillig in die Psychiatrie, in die geschlossene Abteilung. Mhm. Auf Entzug. Mhm. Es war die Hölle. Es war wirklich die Hölle. Wie lange hat der Entzug gedauert? Also der körperliche Entzug 4 Tage. Mhm. Danach war ich 7 Wochen noch in der Klinik. Mhm. Danach 3 Monate am Chiemsee in der Reha-Klinik. Meine Meinung. Naja, aber ich war stolz. Ich hab's geschafft. Du hast es geschafft. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ja. Ich suche bei mir im Raum, wo ich wohne, Selbsthilfegruppen für ehemalige Medikamentenabhängige. So, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Du wohnst wo? Was? Ach, in Nürnberg. In Nürnberg? Ja.
Du wohnst du in Nürnberg und suchst im Raum Nürnberg. Radius, wie viel Kilometer um Nürnberg herum? 30 Kilometer. 30 Kilometer. Menschen, die irgendwann mal medikamentenabhängig waren. Richtig. Mit denen würdest du gerne Kontakt aufnehmen. Jetzt. So, ihr Lieben, wenn ihr euch angesprochen fühlt, meldet uns bitte unter domian@wdr.de. Wir reichen das dann an die Patricia weiter. Okay? Domian, da wird ein Goldschatz. Wir versuchen das. Alles Gute, alles Liebe. Super. Tschüss. Danke, tschüss. Ihr Lieben, das war's für heute in der Technik bei Michael Verhoeven. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio, 1 live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und eine schöne Nacht und freue mich auf euch. Bis morgen. Tschüss.